So, schauen wir mal. 12 Jahre als Flugzeugmechaniker. Ziemlich weit oben. Dann eines Tages. Task Force. Motorenteile im ganzen Hangar. 2 Arbeiter im Krankenhaus. Einer im Sarg. Weil Sie eine Mutter an einer DC-10 nicht festgezogen haben. Nein, so war das nicht. Es war eine defekte Verdichterscheibe. Die Airline hat überall gespart. Ich habe sie gewarnt, aber... Trotzdem steht Aussage gegen Aussage. Mein Rat. Unterschreiben Sie. Nehmen Sie das Geld. Das Angebot ist gut. Das ist ein Maulkorb. Wenn ich unterschreibe, war's das mit der Karriere. Ich brauch den Scheck nicht. Er reicht sowieso nicht weit. Alles, was ich will, ist mein Job zurück. Mr. Walker, mit Verlaub, Sie werden nie wieder für eine Airline arbeiten. Also, tun Sie sich einen Gefallen. Nehmen Sie den Stift. Okay, muss man alles klar. Ja. Ja, na dann. Okay. Und den Stift in den Arsch! Oh, da steckt also doch noch Kampfgeist in Ihnen. Scheiße! 2 days before Desert Storm. Hallo? Was? Du bist sicher mit Packen beschäftigt. Ich habe Zoe vom Schwimmen abgeholt. Wir sind bald da. Aber Thumbnail erstellen ist relativ einfach für die ganzen Let's Plays. Ich habe ja nur Stammbilder, ich muss nur schönes aussuchen. Ein Traum? Ja, okay. Während ich gepackt und von unserem neuen Leben in Missouri geträumt habe. Ja, das ist schön umgeschmissen, das ist auf jeden Fall. Ich weiß, dieser Umzug ist ein großer Schritt und echt stressig. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Wir sind 7 da. Ich hol was vom Chinesen. Zoe! Sorry, was los? Okay, bis später. Ja, ich würde sagen, dass man mal so ein Zeitlimit setzt. Eine halbe Stunde mache ich noch. Oder bis das Kapitel zu Ende ist, je nachdem, was früher ist. Dann ist aber auch gut, glaube ich. Ja. Wo willst du anfangen? Ja, haben wir auch schon 2 Uhr durch. Ja, eben. Wenn ihr da. So, wenn euch ihr nicht einig seid. Dessert machen. Der Testik hat Hunger, gibt's Dessert. Warum also nicht auch stilecht ausziehen? Oh Gott, das Yamaha war blöd, jetzt muss ich hier kreisen. Super. Mir doch wieder was tun. Ja, war eine blöde Idee. Also immerhin feine Schokoladepudding. Nächster, sei stark, Vince. Finger weg von der Schokolade. Da. Mach's gut, Sacramento. Er braucht den Gateway Arch. Hier hatte ich immer die. Naja, jetzt Aussicht. Hat er den Horizont betrachtet und jetzt passiert was? Kommt die Entscheidung, ob wir weiter betrachten sollen oder reingehen, oder wie? Nee, er geht automatisch rein. Gammel nicht rum und beweg deinen Arsch, Vince. Ja, jetzt bekommen wir einen Stromstoß, fallen wir um, Spiel zu Ende, das war's. Kaltlufteinheit im Cockpit, müsste es... Na. Tja, das ist eindeutig Alien-Technologie. Ja, komm. Kühl, komfortabel. Zumindest man darf schon ein bisschen was warten. Ja, es ist voll anstrengend hier. Artet ihr einen Stress aus. Jetzt repariert das Ding. Okay, jetzt auf die Zielgerade. Wieder. Also meine Frau ist nicht besser, nur zur Info, Grobi. Ein bisschen. Ja, jetzt packen wir das Zeugs ein. Ja, schlimmer. Also wenn wir wirklich alles durchspielen müssen, jede Entscheidung, dann glaube ich. Manche Träume werden wohl nie wirklich. War es das dann jetzt, wenn die dann nicht sofort packende Story wieder weitergeht? Also mich reißt halt das jetzt gerade voll aus dem Storyfluss raus. Es war voll spannend und so und dann sowas. Daddy! Na, Spatz, wie war dein letzter Tag? Okay, glaube ich. Millie gab mir ihre Adresse, aber sie wird mir fehlen. Ja, ich verstehe. Das ist eine große Umstellung.
Wir schreiben ihr, sobald wir in St. Louis sind. Okay, ich muss jetzt Mami helfen. Zieh doch schon mal deinen Schlafanzug an. Bringst du mich heute Abend ins Bett? Klar doch, Kleiner. Du hast heute hart gearbeitet, also habe ich dir was mitgebracht. Kamelen. Ach, hat der Umzugsdienst angerufen? Nö. Nein. Ja, nö, ich sagte, ich wäre fast fertig, aber... Na, ich sehe es noch nicht. Was ist los? Aber nö. Es bremst ordentlicher. Ich hab's versucht, ehrlich. Ich hab unterschätzt, wie viel noch zu tun war. Ist alles okay bei dir? Ja, uns geht's super. Komm, Abstimmung, wie geht's uns? Ach was, ist egal. Nee. Weißt du noch, was du gesagt hast, als ich im Steuerbüro entlassen wurde? Pack unbedingt alle Schreibwaren ein, wenn du rausgehst? Nein. Du sagtest, Veränderung schmerzt nur, wenn man sie verhindern will. Und du hattest recht. Wäre ich nicht entlassen worden, hätte ich nie die Doktorarbeit geschrieben und meinen Job an der Universität bekommen. Verstehe. Was? Randy? Positiv denken. Ruby, was? Was? Randinformation. Ah. 2000 Meilen. Schokopudding. Tada! Vincent Walker. Du weißt, wie man eine Lady verwöhnt. Okay. Die Hausarbeit sei dir verziehen. Ich verhungere. Zoe hat schon gegessen, aber ich den ganzen Tag noch nicht. Ich bring sie ins Bett und du isst was. Ah, jetzt kommt die Entscheidung, was wir alles gemacht haben, doch ein bisschen zum Tragen. Also was wir nicht gemacht haben, was wir gemacht haben. Ja gut, mir hätten wir wahrscheinlich zeitlich alles geschafft, wenn wir nicht am Balkon gegangen wären. Ne? Komm, zieh den Schlafanzug. Wenn man nur die Aufgaben gemacht hätte. Ja. Also. Auf jeden Fall. Aber ist halt konsequenzlos. Freust du dich drauf? Ich hab geträumt, die Umzugsleute hatten meine Sternenlampe. Ja. Und ich hatte solche Angst, weil es so dunkel war. Weißt du was? Ich hatte neulich einen Albtraum. Von etwas, das ich einfach nicht vergessen kann. Wäre spannend gewesen, wenn wir einfach gar nichts gemacht hätten. Nein. Einfach nix. Ich glaube, manchmal versuchen Träume, uns etwas zu sagen. Und was? Ja gut. Okay. Wenn wir vor etwas anschauen... Schalt, es ist fast geschafft. Fast geschafft. Sieht es in unserem Kopf oft so ein bisschen Background-Info. Ja. Wenn die Sonne aufgeht, Charakter, Bindung. Bis es wieder dunkel ist. Versuch etwas zu schlafen, ja? Hab dich lieb, bis zum Mond. Ich will zu Mami. Was heißt so? Ich hoffe, der Umzugsdienst kommt morgen. Wie schwer ist es, eine Bestätigung zu senden? Hallo, Tor. Mami! Ich komme, Mäuschen. Da haben wir es jetzt bald. Ah, na bitte. Ja, es war eine Entscheidung. Wir haben gerade einen anderen Zweig bekommen, gell? Echt? Oh, okay. Ist gut. Gonna miss your sweet little smile, Cupcake. Ah. Ah ja, alles klar.